Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, es ist jetzt schon Oktober und normalerweise kommt dieses Video schon Ende des letzten Monats. Aber irgendwie hat sich das alles ein bisschen verschoben durch den MagicCon-Vlog und durch diverse andere Videos. Und deshalb kommen wir jetzt eben erst heute zu meinem Neuzugänge-September-Video. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher hier eingezogen. Beziehungsweise eigentlich sind noch viel, viel mehr eingezogen. Aber das gehört zu einer anderen Aktion. Ich habe nämlich ein Paket bekommen, in dem, ich glaube, sie hat gesagt, 7 Bücher drin sind. Und wir durften das Paket die ganze Zeit noch nicht öffnen. Jetzt dürfen wir es und ich werde da natürlich auch ein Unboxing zu drehen. Und deshalb, weil ich das Paket eben erst im Oktober aufmache, zähle ich es dann eben auch erst in den Neuzugänge Oktober. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben heute ein paar Bücher, die im September hier eingezogen sind und die möchte ich euch jetzt gerne vorstellen. Zum ersten ist das natürlich Queen of Swords. Das habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt, beziehungsweise habe euch von dem Buch erzählt. Ich habe es als E-Book schon vorab gelesen und jetzt hat die liebe Tyra es mir auch noch als Printexemplar zugeschickt. Ich durfte nämlich bei der Blogtour zum Release teilnehmen. Und ich finde, es ist einfach eines der schönsten Bücher, die ich hier in meinem Regal stehen habe. Ich hätte mich natürlich noch gefreut, wenn ein bisschen größere Kapitelzierungen drin gewesen wären. Aber das tut dem Buch keinen Abbruch. Ich finde es wunderschön. Und ich mag ja auch dieses eckige Design, dass es quasi kein gebogener Buchrücken ist, sondern ein komplett eckiges Buch. Und jetzt erzähle ich euch natürlich auch noch, um was es geht. Es geht nämlich um Midsommar und das ist was, was mich richtig, richtig fasziniert und auch sehr begeistern konnte hier in dem Buch. Bist du bereit, das Buch der Sternenwandler zu öffnen? Stella Swanberg hasst Midsommar. Doch als dieser mit ihrem 18. Geburtstag zusammenfällt, ändert sich alles. Warum kann sie auf einmal die Runenschrift eines mysteriösen Buchs lesen und mythische Midsommerzauber bewirken? Sie trifft den geheimnisvollen Lucien, der sie auf das Abenteuer ihres Lebens mitnimmt. Schon bald findet sie sich mitten in einer spannenden Zeitreise in Finnland wieder. Mit jedem Schritt entdeckt Stella neue Geheimnisse über sich selbst und die Welt um sie herum. Eine Geschichte über Liebe, Hoffnung und den Glauben an sich selbst. Das nächste Buch habe ich euch auch schon in die Kamera gehalten. Da habe ich euch nämlich erzählt, dass ich das von der lieben Ivy bekommen habe. Es ist ein Leseexemplar von Jetzt sind wir echt von Gabriela Santos de Lima. Das ist quasi ein Leseexemplar von unserer Buchhandlung hier vor Ort. Die haben das Lager umgebaut, sogar noch die Illustration drin. Die haben das Lager umgebaut und mussten Platz schaffen. Und da Ivy da jemanden kennt, hat sie gleich mal gesagt, so, das Buch wäre interessant und das Buch wäre interessant und das Buch wäre interessant. Und dieses hier hat sie dann für mich quasi mitgenommen. Und hat es mir geschenkt. Vielen, vielen Dank dafür, Ivy. Ich weiß, du guckst die Videos immer. Ja, und jetzt liegt es auf meinem Sub. Vielleicht kann ich es ja auch mit der Ivy zusammenlesen. Die hat es nämlich auch. Aber vermutlich werden wir erstmal Nevernight weitermachen, bevor wir uns dann an dieses Baby hier wagen. Vielleicht musste Liebe nicht brandneu und besonders sein. Vielleicht musste sie einfach nur echt sein. Berlin, 2 Jahre zuvor. Bei einem Schreibworkshop lernt Lucy Gregor kennen, der sich mit jedem seiner Worte in ihr Herz schreibt, bis sie nach dem Sommer kein einziges Wort mehr von ihm hört. Köln, jetzt. Plötzlich steht Gregor wieder vor ihr, als wäre es nicht schon schlimm genug, dass er für seinen Master nach Köln gezogen ist, muss Lucy sich ausgerechnet mit ihm die Moderation des Hochschulpodcasts teilen. Mit ihm und seinen Worten voller Erinnerungen, Herzklopfen und Bauchkribbeln. Und dazwischen die eine große Frage: Wieso ist Gregor wirklich zurückgekommen? Das nächste Buch habe ich euch gerade gestern Abend auf meinem Blog rezensiert. Also wer meinen Blog noch nicht kennt, der schaut gerne mal in die Infobox. Da ist die Seite verlinkt. Das ist auch ganz einfach www.canis-minor-art.de. Für alle, die sich gefragt haben, wie man meinen Namen ausspricht. Es ist Canis Minor Art. Es ist Latein. Ja, das Buch habe ich vom Bloggerportal zur Verfügung gestellt bekommen. Und da war ich ja erstmal ein bisschen skeptisch, weil es da hieß, das ist 1:1 abgekupfert von einer Dokumentation. Aber ich war trotzdem auf die Umsetzung gespannt. Und ich spreche von The Sky Above Us. Eine wunderschöne Liebesgeschichte.
sagt die liebe Lilly Lucas. Wenn die das sagt, dann muss das ja stimmen, weil Lilly Lucas ist für mich die Liebesgeschichtenschreiberin oder eine der großen. Ja, hier geht es um Free Climbing, was für mich ja absolut gar nichts wäre. Aber für Nox ist es das. Er will sich nicht binden, sie will nie wieder jemanden verlieren. Doch als sie sich begegnen, ist nichts mehr, wie es war. Für Sky ist es die Chance ihres Lebens. Der angesagte Freeclimber Eric Nox will, dass sie den Filmdreh leitet, wenn er die gefährlichste Felswand im Nationalpark erklettert. Fast 1000 Meter, ohne Sicherung, absolut verrückt, findet Sky. Doch mit dieser Doku könnte sie sich an der legendären Filmschule in L.A. bewerben. Sky sagt zu, obwohl allein der Gedanke an die Dreharbeiten schreckliche Erinnerungen in ihr wachruft. Angekommen ist Sky überwältigt von der atemberaubenden Natur und von Eric. Mit jedem Drehtag kommen sich die beiden näher und bald muss sich Sky fragen, kann sie Regie führen, wenn Eric zwischen Leben und Tod schwebt. Ich habe ihn irgendwie die ganze Zeit immer Nox genannt, ich weiß nicht warum. Da muss ich auch immer an die Reihe von, wie heißt sie, von der lieben Ayla denken. Da geht es ja auch um einen Snowboarder, der Nox heißt und den Namen fand ich damals schon richtig, richtig toll. Dann durfte ein Buch hier einziehen, das ich auch beim Bloggerportal angefragt habe und mich bis heute frage, warum. Die Antwort ist einfach, ich habe nicht gesehen, von wem es ist. Ich habe nur den Klappentext gelesen und habe das Cover gesehen und dachte so, ja, das könnte dir gefallen. Und jetzt habe ich es hier. Die Bälle der Academy of Athletes von Maren Vivien Haase. Ich bin ja nicht unbedingt ihr größter Fan, das wisst ihr ja mittlerweile. Und tatsächlich ist ein kleiner Unfall passiert. Das Buch wurde von Cola überschwemmt. Ich war es tatsächlich nicht selbst, es war Maler. Sie kam plötzlich rüber und sagte, sie hat den Becher umgeschubst. Und er war wirklich, also es war dieser Becher und er war randvoll mit Cola. Es ist Gott sei Dank das einzige Buch, das drunter gelitten hat. Aber ja, es ist trotzdem noch wunderschön mit diesem Farbschnitt. Es gibt auch, glaube ich, von Thalia einen Sonderfarbschnitt. Ich glaube, von Thalia war es. Ich muss nochmal nachgucken. Und das hier ist so quasi der Basic-Erstauflagen-Farbschnitt. Was, wenn aus Lügen Gefühle werden? Nika Blum kann es kaum glauben. Sie darf an der elitären Belle d'Art Academy in Monaco studieren. Hier hat sie ihren Traum von einer Karriere als Profifechterin einen Schritt näher kommen. Kann sie. Nika will dazugehören, koste es, was es wolle. Was sind da ein paar Flunkereien, um sich interessanter zu machen? Schwimmer Ambrose Kennedy steht schon immer im Schatten seines Bruders Aaron. Als er Nikas Geheimnis entdeckt, schlägt er ihr deshalb einen Deal vor. Wenn Nika sich an Aaron heranmacht und so seine Leistung verschlechtert, hilft er ihr dabei, beliebter zu werden. Nika geht auf den Handeln ein und muss sich aber bald fragen, wie weit ist sie bereit, für eine Lüge zu gehen. Vor allem, wenn ihr Herz für jemand anderen schlägt. Wer das wohl sein mag. Die nächsten beiden Bücher habe ich mir tatsächlich mal wieder in einer Sonderedition gekauft. Ich habe sie gesehen und ich musste sie haben. Das erste war, wo sich Licht im Wasser bricht. Das habe ich euch im Subvoting ja schon gesagt, dass ich das unbedingt mit diesem wunderschönen Farbschnitt haben wollte. Und dass ich das Buch halt auf Bookstagram schon mehrfach gesehen habe und ja, es mich super neugierig gemacht hat. Und als ich dann das andere Buch bestellt habe, habe ich das dann eben gerade mitbestellt. Tüdelü. Aber es ist auch einfach wunderschön. Es ist eines der schönsten Bücher auch hier. Das sage ich super oft, aber ich habe halt auch einfach wirklich sehr viele wunderschöne Bücher. Mit dir will ich in Sternen ertrinken. Endlich volljährig zieht es Enya in die Welt hinaus. Spricht wörtlich den Sternen entgegen. Auf der Suche nach Unabhängigkeit. An der Küste San Diegos geht sie überwältigt von dem Freiheitsgefühl schwimmen. Auch wenn sie es nie gelernt hat. Was ja auch ziemlich blöd ist, müssen wir mal zugeben, ne? Als sie in den Fluten die Kontrolle verliert, wird sie von einem Fremden gerettet. Er verschwindet, ehe sie sich bedanken kann. Doch auf einer Strandparty stehen sich die beiden plötzlich wieder gegenüber. Jonah ist schweigsam, stark und gleichzeitig so sensibel und schön. Eines kommt zum anderen und ehe Enya sich versieht, soll ausgerechnet er ihr das Schwimmen beibringen. Ein ewiges Spiel aus Nähe und Distanz beginnt und Enya fühlt sich unweigerlich zu ihm hingezogen. Doch in Jonas Tiefe lauert auch eine Dunkelheit. Und das nächste Buch, das auch als Sonderedition hier einziehen durfte, und da fällt mir ein, ich muss es mir auf jeden Fall auch bald noch, also den zweiten Band davon in dieser Edition kaufen. Ja, Don't Love Me von Lena Kiefer. Da habe ich euch ja schon immer gesagt, dass ich die Originalcover ultra hässlich finde, weil sie so gelb, grün, blau sind. Und
Irgendwie gefällt mir das nicht. Und jetzt hat Chest of Fandoms einfach mal ein Hardcover davon rausgebracht. Und natürlich muss ich es haben. Hier Band 1 habe ich natürlich schon gelesen, Band 2 und 3 noch nicht, weil ich immer nur den zweiten zu Hause hatte und den dritten nicht. Und ich immer gesagt habe, wenn ich die Reihe weiterlese, dann will ich es in einem Rutsch machen. Und irgendwie habe ich mir die anderen, also Band 3, nie gekauft, weil ich ihn einfach so hässlich fand. Ja, jetzt werde ich das wohl hier nachholen. Sobald dann Band 3 auch erhältlich ist, könnte ich dann beide in einem Rutsch lesen. Ich denke, das ist ein guter Plan für 2024. Vielleicht setze ich Band 2 davon auf die 24-24 Liste. 23-23 wird schon super schwer. Aber ja, dazu mache ich dann im Dezember ein Video. Er hat ein dunkles Geheimnis, sie ist tabu für ihn. Haben sie eine Zukunft? Kenzie ist nicht gerade begeistert davon, in den schottischen Highlands ihr Designpraktikum zu absolvieren. Doch als sie bei ihrem ersten Auftrag dem jungen Erben der Luxushotelkette begegnet, ändert sich alles. Der attraktive Lyle fasziniert sie von der ersten Minute an. Doch welches Geheimnis verbirgt er hinter seinem abweisenden Verhalten? Lyle bleibt einen Sommer, um sich am Stammsitz seiner altehrwürdigen Familie zu bewähren. Gelingt ihm das nicht, ist seine Zukunft in Gefahr. Als er der Designstudentin Kenzie begegnet, gerät sein Plan ins Wanken. Denn ihre Anziehungskraft kann er einfach nicht widerstehen. Doch keiner weiß besser als sie, wie verhängnisvoll eine Beziehung zu ihm für sie enden könnte. Die nächsten beiden Bücher, die hier eingezogen sind, sind tatsächlich Weihnachtsbücher. Und das erste ist auch schon vor bestimmt 4-5 Wochen hier eingezogen. Aber da waren es hier 30 Grad plus, im Dachgeschoss noch mehr. Da konnte ich einfach kein Weihnachtsbuch lesen. Es tut mir leid, lieber DTV Verlag. Aber Kisses in the Snow musste jetzt warten. Es wird wahrscheinlich jetzt im Oktober gelesen werden, weil es jetzt auch langsam ins Weihnachtsgeschäft geht. Also jetzt kommt erstmal Halloween und dann kommt natürlich Weihnachten. Aber ja, so langsam wird's kalt und abends auf der Couch gemütlich, kuschelig in meinem Hoodie und der Wolldecke. Und da lässt sich dann auch mal ein Weihnachtsbuch jetzt schon im Oktober lesen. Auf dieses hier freue ich mich total, weil es von Tonja Krüger, Leonie Lastella und Valentina Fast geschrieben wurde. Und das ist ein Buch, drei Geschichten über drei Paare von drei verschiedenen Autorinnen und das könnte eigentlich ganz spannend werden. Es gibt ihn, diesen einen Moment, der einfach alles verändert. In einem verschneiten Bergdorf verliebt sich Ava Hals über Kopf in Nolan, doch der Zeitpunkt könnte nicht falscher sein. Seit Jahren haben Hunter und Peyton Gefühle füreinander, aber eine gemeinsame Zukunft gab es für die beiden nie. Für Grace ist es Liebe auf den ersten Blick, doch Masons Herz gehört einer anderen. Zwischen Lichterketten und Schneestürmen sind sie alle kurz vor Weihnachten auf der Suche nach ihrem Happy End. Und zum nächsten Buch gibt es auch eine Geschichte. Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass ich hier von Bookish Christmas eine riesen Buchbox liegen habe. Und mir wurde ein Buch zugeschickt, was ich leider nicht auf dem Schirm hatte, dass das auch in dieser Box drin sein wird. Das heißt, ich habe es jetzt einfach zweimal hier. Das Weihnachtswunder deines Lebens. Ich werde vermutlich demnächst nochmal ein großes Gewinnspiel machen. Große Auslosung, Tombola, Giveaway für die Community hier und auf Instagram. Und da werde ich ein Band davon verschenken, verlosen. Auch mit diesem wunderschönen Farbschnitt. Schnell scharf. Er ist einfach schön. Unten ist keiner, aber das liegt auch daran, dass hier unten einfach nur Schnee ist. Dass es dann besser gepasst hat. Ja, ich freue mich total auf das Buch. Es ist halt auch ein Weihnachtsbuch. Das wird wahrscheinlich auch jetzt im November spätestens gelesen werden. Auf jeden Fall noch vor Weihnachten. Und im Oktober. Wir haben ja noch gar keinen November. Im Oktober jetzt gelesen werden. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf, weil ich davon auch schon viel, viel Gutes gehört habe. Was wäre Weihnachten ohne Magie, Familie und Liebe? Claudia Hagedorn hat ihr Leben an die Wand gefahren. Kurz vor Weihnachten landet sie völlig verschuldet und mittellos nach einer gescheiterten Auswanderung wieder bei ihren Eltern und fühlt sich wie die größte Versagerin. Weihnachten würde sie am liebsten für immer streichen. Dann erbt sie einen magischen Adventskalender von ihrer verstorbenen Oma. Die geheimnisvollen Botschaften darin erweisen sich als Rettungsanker. Inmitten der Dunkelheit findet Claudia neuen Mut, denn der Kalender enthüllt ihr das wahre Weihnachtswunder ihres Lebens. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im September hier eingezogen sind. Es waren diesmal gar nicht so viele. Also ich versuche mich momentan ein bisschen zusammenzureißen. Es kommt ja nämlich im Oktober jetzt auch noch die Buchmesse.
Ich packe euch wie immer die Links zu Thalia und Amazon unten in die Infobox. Das sind Affiliate-Links, da kriege ich eine kleine Verkaufsprovision, wenn ihr darüber eins der Bücher oder einen Einkauf tätigt. Eins der Bücher kauft oder einen Einkauf tätigt. So, das war's jetzt von mir. Ich höre auf zu babbeln. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!